Das braucht so ein bisschen, ja, ich würde mal sagen, Erklärung. Ja. Wird nicht zu Anfang immer gleich verstanden, aber irgendwann macht es Klick. Also mein Name ist Hartmut Günther. Ich bin Lehrbeauftragter bei uns an der Fachhochschule. Das eben schon sehr lange. Und in der Funktion leite ich eben das Agile Modul. Das Agile Modul ist ein recht neues Format. Und hier wird also ganz konsequent auf agile Arbeitsweisen gesetzt, wie der Name schon sagt. Aber nicht nur das, sondern wir versuchen auch einen Mix an Kompetenzen dort reinzubringen in Form von verschiedenen Fachbereichen, die beteiligt sind. Das heißt also, wir akquirieren Studierende eigentlich aus allen Fachbereichen unserer Fachhochschule. Also der Vorteil ist auf jeden Fall, dass das nicht so eine typische Vorlesung ist, sondern ein typisches Modul, das man irgendwie belegt, sondern es ist wirklich so, dass alles offen ist. Also es ist nichts durchgeplant, es gibt keinen Plan, was man jetzt diese Woche macht, was man nächste Woche macht, sondern das kommt eigentlich alles selber von uns. Das, was hier erarbeitet wird, soll als erster Schritt tatsächlich erstmal so zusammengestrickt werden. Das heißt, die Studierenden müssen sich überlegen, welches Thema wollen wir hier vertiefen? Also es ist natürlich ein Rahmen gesteckt, es geht um Nachhaltigkeit, es geht in irgendeiner Weise darum, Wissen zu vermitteln in Form eines Workshops. Das kann aber auch sein, dass das gar nicht so konkret festgelegt ist. Wir haben auch viele Kreativitätstechniken angewandt, um halt ja, herauszufinden, in welche Richtung wir eigentlich gehen wollen, was uns auch sehr weitergebracht hat. Das finde ich, kann man auch im weiteren Leben auch mal immer wieder noch mal anwenden, wenn man mal wieder noch mal ein Problem hat oder auch ja, in der späteren Arbeitswelt, wenn man da vielleicht irgendeine Lösung finden soll oder wenn man jetzt auch mal das Beispiel Marketing oder so nimmt, ein neues Produkt irgendwie auf den Markt bringen möchte. Ich finde auch im Berufsleben kommt es ja auch so ein bisschen darauf an, wie komme ich mit anderen Leuten klar, wie kommuniziere ich mit denen. Und das fand ich eigentlich ganz interessant, weil ich das auch gerne lernen möchte. Auch für spätere, vielleicht auch mal Führungspositionen, Managementpositionen. Man weiß ja nie, wo der Weg dann letzten Endes endet. Diese fachübergreifende Geschichte ist wirklich eine neue Erfahrung für die Studierenden von allen Fachbereichen, weil man das ja normalerweise so gar nicht hat. Man lernt sich ja eigentlich gar nicht kennen, außer vielleicht irgendwo in der Mensa oder auf dem Campus oder sonst wo, aber nicht in Arbeitsgruppen. Ja, und das ist etwas, was mir immer zurückgespiegelt wird, was eine sehr wertvolle Erfahrung ist, was auch dazu führt, dass man vielleicht sein eigenes Netzwerk ein bisschen erweitert, durch andere Sichtweisen auch von anderen Menschen und durch andere Kompetenzen.